Bevor der Herr Professor mit seinem Experiment beginnt, braucht er einen kleinen Imbiss. Und dieser KitKat-Riegel kommt ihm genau richtig. Und jetzt wird es Zeit, meine neue Erfindung zu testen. Meine Ultra-Mega-Quasi-Klonmaschine. Das Wichtigste hierbei, Proportion einhalten. Ich glaube, ich habe genug Lösung. Alle Einstellungen sind gemacht und jetzt heißt es warten. Die Zeit ist um. Bingo! Statt einem Schokoriegel habe ich gleich zwei. Das muss ich dringend meinen Kollegen erzählen. Mary und Susie kamen in das Laboratorium des Professors, um etwas zum Knabbern zu finden. Und voilà, im Kühlschrank findet Susie einen Teller eisgefrorener Ravioli. Ich frage mich, warum diese Mikrowelle so seltsam aussieht. Vielleicht hat der Besitzer einen seltsamen Geschmack. Wie auch immer, mach schneller, ich bin hungrig. Geduld, die müssen wir aufwärmen. Schau mal, da hat jemand einen Schokoriegel auf dem Tisch vergessen. Sollen wir den essen? Warte, lass uns zuerst was Anständiges essen. Leg das zurück. Hey, gib das her. Nein, gib du es her. Susie, das hast du jetzt davon. Dein Schokoriegel ist in der Mikrowelle gelandet. Ich mag das Geräusch nicht. Da passiert etwas Seltsames. Ich war nur eine Minute weg und schon musstet ihr kommen und alles ruinieren. Wer hat euch erlaubt, fremde Schokoriegel zu nehmen? Was ist mit meinem Gerät los? Ich habe damit nichts zu tun. Ich erst recht nicht. Die Ravioli sehe ich zum ersten Mal. Was? Was soll das bitte schön sein? Wie wollt ihr das erklären? Schokoravioli? Also die gehören sicher nicht mir. Ich glaube, wir müssen los. Oh nein, das ist erst der Anfang. Mary, dieses Naschtier, freut sich auf ihre Schokoravioli. Sie verschlingt ein Stück nach dem anderen. Ist das lecker. Susie will auch was davon, aber Mike ist da anderer Meinung. Das ist doch total unerzogen. Du hast schließlich deinen eigenen Teller. Susie versucht es so gut es geht, die Ravioli mit der Gabel zu fangen. Wegen dem Schokoriegel sind die Dinger tiefgefroren geblieben und die Gabel ist dagegen machtlos. Also versucht es Lily mit den Fingern. Will sie das Ding knacken? Okay, das war vielleicht einen Versuch wert. Und das sieht natürlich unglaublich lustig aus. Mike versucht um Himmels Willen, sein Gerät wieder in Ordnung zu bringen. Denn seinen Kollegen hat er schon bereits alles erzählt. Wenn er nicht ausgelacht werden möchte, muss er das Ding wieder in Gang bringen. Währenddessen sind unsere Mädels wieder ganz schön hungrig geworden. Die Bäuche knurren bereits. Vielleicht finden sie was unterm Tisch. Aua, mein Kopf! Was ist hier los? Das wird wohl eine Beule geben, Geizhals. Dein Käse stinkt ja. Ich bin froh, dass ich ihn nicht essen muss. Gib mal her. Ich muss das Gerät testen. Die Einstellungen stimmen. Jetzt müssen wir warten. Und wir haben zwei Käsestückchen. Ein echtes und eins aus Schokolade. Wer will welches? Wieso musste ich diesen Stinkekäse bekommen? Hurra, ich habe Schokoladenkäse. Das ist ja lecker. Mit meinem stimmt das nicht überein. Ich darf ihn nicht riechen. Das ist ja fürchterlich. Igitt. Vielen Dank, Mary. Ich genieße das auch noch. Ich denke, Käsearoma ist das beste Aroma auf der Welt. Meine wissenschaftliche Konferenz ist schon ganz bald. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das Gerät wieder in Ordnung bringen soll. Oh Mann, den Schraubenzieher habe ich auch verloren. Das ist doch ein Versuch wert. Du kommst ins Gerät rein.
Okay, 5 Grad wärmer. Das müsste klappen. Hey, das war mein Schuh. Wie soll ich jetzt ohne ihn laufen? Keine Panik. Aschenputtel kriegt ihren Schuh zurück. Und den Schokoschuh kriegt die Freundin. Was? Er hat doch die Farbe gewechselt. Sowas passiert halt bei Experimenten. Bedient euch, Mädels. Was soll ich jetzt mit einem orangenen Schuh anfangen? Keine Ahnung, dafür weiß ich genau, was ich mit meinem machen werde. Oh Mann, jetzt sehe ich aus wie ein Clown. Schau mal, meine Schuhe haben dieselbe Farbe. Und ich habe gerade meinen Absatz kaputt gemacht. Mary, gib mir den Schuh. Kannst du haben. Die Größe stimmt auch. Hey, mach dir nichts draus. Hier, hab was von meinem Schokoschuh. Wow, ist das für mich? Danke sehr. Oh, das schmeckt ja gut. Freundinnen für immer und ewig. Vielleicht ist was mit der Außenhülle passiert. Ich klopf mal. Nein, von außen scheinen keine Defekte sichtbar zu sein. Was ist das? Ein Lippenstift. Genau das Richtige für das nächste Experiment. Hey, das war mein Lippenstift. Tut mir leid, ich wollte das nicht. Ach, Frauen, jetzt streiten die sich noch wegen einem Lippenstift. Ihr habt ihr beide ein Geschenk der Wissenschaft. Ich nehme mir meinen wieder. Gerne, gerne. Dafür habe ich den Schokolippenstift. Mary trägt den Lippenstift auf, ohne zu bemerken, dass die Farbe sich leicht verändert hat. Susie ist das völlig schnuppe. Sie genießt den Schokolippenstift. Wow, Mary, du siehst ja gothic aus. Du brauchst jetzt nur noch einen Spitzenhut. Das notiere ich mir auch als Beobachtung. Du meine Güte, Mary, bist du das? Hey, du dummes Gerät, was willst du noch von mir? Mann, los, an die Arbeit! Was ist das denn für ein seltsamer Geruch? Kommt das etwa von mir? Nur gut, dass ich mein Lieblingsparfüm mit mir habe. Mit ein paar Spritzer lässt es alle unangenehme Gerüche verschwinden. Was riecht denn da so toll, Mary? Ich will auch was. Damit uns dann alle verwechseln? Oh nein, du kannst das vergessen. Such dir dein eigenes Aroma. Vielen Dank für das herrliche Exemplar. Sollte ich später einen Nobelpreis bekommen, verspreche ich euch, was davon abzugeben. Okay, fertig. Und schon wieder haben wir 2 Fläschchen. Eins aus Glas und das andere aus Schokolade. Wer möchte was? Ich will das aus Glas. Mary, jetzt rieche ich genauso wie du. Na gut, dafür nehme ich mir die Schokolade. Ih, was stinkt denn hier so? Mike, dein Gerät hat das schöne Blumenaroma ruiniert. Das war ein Opfer für die Wissenschaft. Loser, du hättest das Schokoladenfläschchen nehmen sollen. Schau mal, es schwärmen bereits Fliegen über deinem Kopf. Von dem Lärm platzt mir bald der Kopf. Vielleicht muss ich das Gerät von innen ein bisschen trocknen. Ich glaube, der Föhn hier passt perfekt. Ich bin mir sicher, das wird klappen. Und schon haben wir einen zweiten Föhn aus Schokolade. Da muss doch irgendeine Logik dahinter stecken. Bitte sehr, Mädels. Oh, der Föhn sieht ja appetitlich aus. Und was soll ich mit einem echten Föhn anfangen? Nur da sitzen und neidisch sein. Moment mal. Die heiße Luft kann ich gebrauchen. Susie hat zwar versucht, ihre Schokolade so schnell wie möglich zu essen, aber trotzdem ist sie geschmolzen. Haha, schau dir jetzt dein Gesicht an. Mary, was erlaubst du dir? Hier hast du eine Schokoladenohrfeige. Wow, das hätte ich nicht von ihr erwartet. Mann, jetzt sehe ich bescheuert aus. Wo du recht hast, hast du recht.
Ich werde dich noch reparieren können, du dummes Gerät. Ich habe noch genug Instrumente. Susies Kamm zum Beispiel? Vergiss es. Oder Marys Handy? Träum weiter, nie im Leben. Na gut, dann benutzen wir halt einen Schraubenschlüssel. Warum auch nicht? Ich wollte mir eher einen neuen besorgen. Alle Einstellungen stimmen, also können wir loslegen. Na super, zwei Schraubenschlüssel. Wobei ich mir natürlich nicht sicher bin, ob ihr wisst, was man damit anfangen soll. Was ist das denn? Sieht ja seltsam aus. En garde, Monsieur! Ich trete nicht zurück. Na los! Was haben die bloß im Kopf? Mary, ich hab dich besiegt. Dein Schraubenschlüssel war aus Schokolade. Na gut, ich gebe auf. Der schmeckt gut. Gut, dass ich noch die zweite Hälfte habe. Aus dem, was im Kühlschrank geblieben ist, hat Susie sich irgendwie ein Sandwich gemacht. Mary bittet natürlich um ein Stück. Aber Susie gibt ihr eine Tafel Schokolade. Ich glaube, ich habe herausgefunden, wo das Problem lag. Ein Freund von mir, der Vögel studiert, sagt immer, dass man manchmal bloß das Nest wechseln muss. Um die Theorie zu prüfen, machen wir das mit dem Sandwich. Aber Mike! Deine Argumente trage ich mit ins Versuchsprotokoll ein. Oh, heiliger Archimedes, hilf mir! Das Sandwich ist heil. Und zwei seiner Klone haben wir auch. Guten Appetit, liebe Kollegen. Idiot, das kann man gar nicht essen. Oh, eklig. Na gut, ich gebe zu, es liegt noch eine Menge Arbeit vor uns. Genieß jetzt die Outtakes und gib uns einen Daumen nach oben. Wir sehen uns noch. Tschüssi, tschüss.